Hallöchen zusammen. Hallo. Heute sind wir zu zweit im Grafton Farmhouse und der Geist will fotografiert werden. Ja, Oh das nö, ist ich hasse das. ja, weil man immer wieder eine Kamera mitnehmen muss und wir sollen das Ja. EMF einsetzen für übernatürliche Beweise und die Okay. Bewegungssensoren. Das geht ja. Das geht wirklich klar. Ja, du hast mir echt die Taschenlampe geklaut. Ja. Ich habe aber komischerweise auch. Naja, egal. Ja, du hattest die im Inventar, da hatte ich die nicht. Und dann hattest du die nicht mehr, dann hatte ich die. Ja. Ich sehe aber gerade was, wir haben bei der Ausrüstung was vergessen, Schnibbel. Was denn? Wir haben nur einen Fotoapparat. Ist doch egal. Okay. Eine Entschuldigung. Box. Warum nehme ich eine Box mit? Warum nennst du mich Schnibbel? Es tut mir leid. Was nehme ich denn jetzt mit? Weiß ich nicht, möchtest du den Ach. Fotoapparat haben? Ja, komm. Dann würde ich das Thermometer einfach mitnehmen. Okay. So. Gut. Warte, der Stromkasten ist oben, den gehe ich anmachen. Ja, ich hoffe es doch für dich. Ja, natürlich. Du weißt, ich mache meine Arbeit gut. Meistens. Manchmal habe ich auch Angst. Gib mir ein Zeichen. Gib mir kein Zeichen, danke. Gib mir ein Zeichen. Bewege etwas. Gib mir ein Zeichen. Gott, ich hatte mich kurz verlaufen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich den Spiegel einfach mal so benutzen soll, ohne dass du was Ja. davon mitkriegst. Aber ich dachte, lass es an. Lass es sein. Kannst du doch, solange du den nicht kaputt machst, ist es mir egal. Gib mir ein Zeichen. Ich hab den Knochen. Doch nicht. Ich dachte, ich hätte den Knochen hier. Verdammt nochmal. Gib mir ein Zeichen. Ist es ein ruhiger Kollege? Noch ja. Noch? Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass es ein Dämon ist, weil ich so lange keinen mehr hatte. Ach so, aber Gib mir ein ich hatte Zeichen. vor kurzem erst einen. Vielleicht hilft das ja. Ah, verdammt. Ich glaube, das zählt höchstens nur als Event. Ja, Interaktion. Ah, okay, also würde er da unten irgendwo rumlungern, ne? EMF4, ja. Vielleicht. Dann komme ich mal runter. Ich habe hier oben keinen Knochen gesehen. Wo bist denn du? Wo bist du denn? Hier. Hier. Ich lasse die Kamera mal hier. Ja. Ich gehe jetzt mal ein Thermometer holen. Ich habe eins in der Hand. Sehr schön. Dann gehe ich was anderes holen. Kannst du mal gucken, ob da in dem Abstellräumchen niedrige Temperaturen sind? Es ist zwar gesunken, aber nicht unter 10 Grad. 67. Oh. Ja. Nicht gesunken, sagst du? Es ist gesunken, aber nicht unter 10 Grad. Aber hier im Schlafzimmer daneben sieht es ganz gut aus. Ach, nicht schon wieder da. Das andere Schlafzimmer mit den zwei Einzelbetten. Ah, okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, hier ist es unter 10 Grad. Dann lasse ich mal alles hier. Ich wollte den Leuten jetzt nicht wieder eine Geisterjagd geben, wo hier wieder der Geist ist. So, ein Kruzifix hierhin, ein Kruzifix hierhin. So. Okay, jetzt haben wir weniger Stress. Ja, ein Buch schon mal hier. Schreibe ins Buch, bitte. Guck mal kurz. Hast du hier unten jetzt schon nach dem Knochen gesucht? Nicht gesucht, aber ich habe natürlich meine Augen offen gehalten, aber nichts gesehen. Okay. Okay, Geisterraum ist hier. Schreibe ins Buch. %60. Ja, geht doch noch. Ja, ist total gesund. Spricht aber jetzt gerade nicht für den Dämon. Ne, absolut nicht. Der jagt ja schon ab 70% oder wenn er seine Fähigkeit einsetzt. Ab 100. Richtig. Möchtest du die Videokamera mitnehmen? Dann nehme ich noch den Dotz mit. Möchte ich.
Was okay. möchte ich denn noch? Ich möchte noch... Ich habe ein Knicklicht. Box. Bewegungssensor. Oder, ja, oder Box. Ich nehme die Box mit. Okay, dann lasse ich mal meine Taschenlampe hier und nehme den Bewegungssensor mit. Ja. Okay. Kruzifix dürfte gleich brennen, denke ich mal. Ja, das denke ich auch. Licht. Sicherung raus. Ich gehe schnell. Mach das. Ich sehe nur nichts, aber das passt schon. Hopp. Bisher nicht. Oh, ich hätte mir hier im Raum das Licht anmachen müssen. Schreib ins Buch. Ich hab's geschafft, rauszukommen. Sehr gut. Bist du hier? Was willst du? Bist du da? Ich gehe nochmal kurz nach der Sanity gucken. Ich glaube, wir sind jetzt komplett am... Was möchtest du? Am Abkratzen sind wir. Hilfe. Wie alt bist du? 50%. Bist du da? Bist du hier? Wohnst du hier? Bist du wütend? Wie alt bist du? Keine Boxantwort bisher. Aber da geht's. Soll ich mal Tür? Tür, ja. Hier bin ich. Was ist los? soll ich mal Sanity nehmen? Weil wir müssen ja jetzt keine Aufgabe mit einer Jagd oder so machen. Ja, ja. Ich habe wieder die Fotokamera, falls sie sich zeigt. Okay, ich komme jetzt rein mit Dots und dem Knicklicht. Aber du bist natürlich auf 38% Sanity. Ja. Ein Bewegungssensor habe ich. Wir haben eigentlich alles drinnen, ne? Jetzt? Ja, ja. Du könntest halt höchstens noch den zweiten Dots mitnehmen oder ja. einen zweiten Bewegungsmelder. Ja, ne, ich nehme den Dots mit. Okay. Okay. Wenn du den Bewegungssensor so platzierst, dass er, dass dieser Laserstreifen da... Also ich platziere den Bewegungssensor an der Wand, ne? Horizontal ist, ja genau. Wenn der horizontal verläuft, haben wir eine größere Quote. Also eine größere Wahrscheinlichkeit, dass er da durchläuft. Mein Gott. Ich glaube, so ist ganz okay. Aber ich kann jetzt auch noch mal einen zweiten holen. Hier schlägt ihr den Dotstick mal hier hin. Ja. Hier ist ein Fingerabdruck. Der erste Beweis. Ultraviolett. Ich gehe noch einen zweiten Bewegungssensor holen. Ja. Ultraviolett. Gefriertemperaturen testen wir mal. Nein. Mhm. Nix. Nein, ich denke, die bleiben auch aus. Dann guck ich noch mal, ob wir... Der ist schon durch den Bewegungssensor gerannt. Sehr gut. Ist doch gerade was geflogen, oder? Oder hab ich dich gehört? Ich bin im Truck. Ja, mit deiner Tastatur meine ich eher. Ach so! Ich glaube, ich habe dich gehört. Oh, okay. Oder meine Meerschweinchen kann auch sein. Die sind am Rumknabbern. Klingt komisch, aber... Ist so. Ist nichts Schlimmes. Ich probiere nochmal die Box. Bist du hier? Ich guck mal nach dem Knochen. Bist du da? Ah, verdammt. Weißt du, was gerade das Problem war? Was denn? Der hat sich gezeigt. Ja. Und mein Mausrad hat nicht so gewollt, wie ich es wollte. Ich habe gedreht und gedreht, aber die Kamera kam nicht. Schau, na, super. Ich hätte auch Q drücken können. Verdammt. Ja, Q ist manchmal einfacher. Ist die Sicherung raus? Ich gehe den Strom mal wieder. Ja, ja, ich gehe mal wieder anmachen. War der gerade da durch den Dotz gelaufen? Ich habe auf meine Box geguckt, verdammt. Bist du hier? Bist du hier? Regen Sie sich doch nicht so auf, Herr Tür. Ich dachte schon, du nennst meinen Nachnamen. Nein, ich bin nicht blond, okay? Bist du da? Ich weiß schon, was ich sagen kann.
Bist du hier? Bist du da? Wie alt bist du? Wohnst du hier? Wie alt bist du? Was möchtest du? Der hat absolut sowas von gar keinen Nein. Bock auf uns, ne? Nein. Ich aber auch nicht auf ihn. Ja, ich auch nicht auf ihn unbedingt. Ich bin froh, wenn ich wieder weg bin, wenn ich Feierabend hab. Ich verhaspel mich hier die ganze Zeit, verdammt nochmal. Echt? Mhm. Fingerabdrücke Ach. Haben wir. Keine Gefriertemperatur, nein. Box würde ich so langsam auch mal ausschließen. Ja, kann gut sein. Ich weiß, die Box dauert manchmal was länger seit dem Update. Mhm. Aber jetzt habe ich die schon so oft ausprobiert. Vor allem, wenn du die Stufe 1 Box halt noch hast, ne? Ja, ich gucke auch mal hier nach, in dem Nebenzimmer. Das hängt ja auch oft miteinander zusammen. Ja. Er hat das... Ach du, war... Ich dachte schon, er hätte das Licht angemacht. Nein. Hier ist ein Orb. Ein Orb? Ja. Im Nebenzimmer, wie ich gesagt habe. Ja, die hängen ja sehr oft zusammen. Gibt's irgendwas hier? Benji Obake. Dots oder EMF Level 5? Dots oder EMF 5? Ich habe den zweiten okay, Dots. Willst du den noch reinlegen? Ja, aber natürlich. Dann können wir vielleicht vom Truck mal ausgucken, das ist dann ein bisschen einfacher. Mm, leg ich ihn einfach hier neben. Jova. Ja. Ja. So, okay, dann gucken wir mal. Okay. Das ist eine Jagd, oder? Ich weiß. Vorsicht. Komm mit. Hier ist ein Versteck. Weiter geht's. So, als wäre nichts gewesen, wie man es von dir kennt. Ich habe mir gerade was in die Hosen gemacht, aber ist okay. Nein, ich hatte schon einen Notfallplan im Kopf. Alles gut. Das war jetzt natürlich, der ist bestimmt da in einem Nebenraum gestartet. Ja, ja. Obwohl ich das Kruzifix schon sehr weit da in den Raum getragen habe und da halt platziert habe. Ja. Trotzdem hat er es geschafft, von da zu starten. Naja, erstmal ein paar Kniebeugen zum Warmwerden. Mir ist warm genug jetzt. Okay, beobachten wir mal den Dots. Ich dachte zuerst, es wäre ein Event gewesen. Mm-mm. Aber gut, dadurch, dass es... Der hat aber eine normale Geschwindigkeit, ne? Ja. Komplett Handtuch raus. Da wir keine Gefriertemperaturen haben, ja. Ich würde sagen, Benji oder Obake. Zwei Beweise ja. haben wir. Dots oder EMF. Ah ja, hast du ja eben schon mal gesagt, ne, mit dem Handtuch. Ja. Nein, mit dem Handtuch nicht, aber dass die Dots noch drin sind oder EMF Achso. halt. Ja. Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Wie gehen wir es an? Wir nehmen noch einmal die nordische Dröhnung. Macht jetzt zwar nicht so viel aus. Ne, aber jetzt können wir uns Räucherstäbchen mit reinnehmen und uns darauf vorbereiten. Ja. Streichhölzer. Ja, das Foto vom Geist, das ist natürlich wieder Kappes. Ja, du sagst es. Aber wir haben eh keinen Knochen gefunden. Es ist sowieso keine perfekte Jagd mehr drin. Nein. Nee, wegen dem 1-2-Sterne-Foto. Richtig, richtig. Einen Orb sehen wir gerade auch nicht mehr. Nein, stimmt, der ist weg. Vielleicht den Raum gewechselt. Bis wir Sanity genommen haben, war der noch da. Ja. Wir gehen mal reingucken. Warte. Geisterfoto spare ich mir, dann nehme ich mir lieber eine Taschenlampe mit. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe jetzt auch Räucherstäbchen. Oh,
Ah ne, es war ja eine Jagd, aber vielleicht hat er auch die Sicherung wieder rausgehauen. Ah ne, hat er nicht. Wir gucken mal eben. Wenn er jetzt jagen sollte, räucherst du dann zuerst? Ja, kann ich machen. Falscher Raum? Ja. Ich hatte schon so oft die Geister da drin. Ne? Hast du das Thermometer? Hier vorne liegt eins. Ich verstehe schon. Er ist aber noch hier. Okay. EMF ist hier auch in der Nähe. Wir brauchen unbedingt ein EMF. Der hat schon wieder den Strom abgeschaltet. Weißt du was? Lass mal schnell rausgehen. Mhm. Ich habe eine Idee. Du hast eine Idee, dann bin ich ja mal gespannt. Ja, Herr Geisterjäger-Profi. So würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Okay, ich dachte, wir hätten ein... Ah, du wolltest auf den Monitor gucken. Von 0 auf 5 einen Ausschlag. Dann könnten wir nämlich eigentlich sagen, dass wir auch ein EMF 5 haben. Von 0 auf 4 auch schon. Ja? Ja. Sicher? Wirklich? Ja, habe ich bei einem Geisterkollegen von dir gelernt. Geisterjägerkollegen. Da habe ich das gelernt. Aha, wieder bei der Konkurrenz, ich verstehe. Als ich gestern das Video gesehen habe, ja. Aber macht ja nichts, es gibt auch noch bessere. Ja, aber wir haben keinen Ausschlag. Also auch gar nicht. Auch nicht auf der Haut, also alles in Ordnung. Dann würde ich sagen... Was? Ich glaube, der Dots da ist blöd. Ich glaube, wir hätten den wieder im Nebenzimmer platzieren müssen. Also im Hauptzimmer. Dann machen wir das doch. Ja, warte. Bin unterwegs. Wir können das jetzt so machen, dass du das machst, das Umräumen. Und du räucherst. Und ich würde räuchern. Ich sehe nichts. Vorsicht, es geht los. Okay, der startet also immer irgendwo. Ich verstehe es halt nur nicht, dass, warte mal, dass unsere Kruzifixe gar nicht greifen. Ja, das verstehe ich. Ja, wahrscheinlich wird er irgendeine Ecke nehmen. Wo die dann nicht... Ja, wo die gerade nicht greifen. Das halt jetzt natürlich... Ich denke auch, dass er jetzt hauptsächlich wieder im großen Zimmer ist. Ja, deswegen halt die Dots umlegen nochmal. Ja, wir legen die Dots um. Ja. Wir machen es aber so, dass wir jetzt noch eine Jagd abwarten werden. Also direkt ins Versteck rein? Wir gehen direkt ins Versteck, lassen uns jagen und in der Ruhephase legen wir das schnell um. Okay. Und schön ruhig bleiben. Keine Panik. Ja. Ne, von dem Zimmer aus hin, das Versteck geht das ja eigentlich ganz gut. Mhm. Das passt schon. Bisschen nervös bin ich trotzdem. Ja. Wir könnten natürlich auch den Spiegel benutzen, um genau zu sehen, wo er ist. Weil 0% Sanity bleibt dann 0% Sanity, ne? Ja, das stimmt natürlich. Er ist aber noch da drin, ne, meine ich. Würde ich jetzt auch sagen. Ich werde vielleicht das Kruzifix dann auch mal umlegen, was in der Mitte liegt. Ein bisschen weiter nach unten. Ja, das verstehe ich halt nicht, dass sie komplett wirklich gar nicht greifen. Das ist schon krass. Schnell raus. Da haben wir ein bisschen Pech, würde ich sagen. Ja,
leg das Kruzifix mal. Ich werf mein Räucherstäbchen jetzt ab. Ja. Alles abgeworfen. Leider sehe ich gerade das Kruzifix nicht. Ja, die sind richtig blöd jetzt. Immer die Räucherstäbchen wegwerfen. Kann ich jedem empfehlen. Ich habe beides weggeworfen jetzt, damit ich beide Dotstick direkt nehmen konnte. Ah, verdammt, warte kurz. EMF 3. Ich such nach einem 5-Beweis, ja? Kamera steht, wir könnten schnell ins Versteck. Ja, dann Jagd abwarten und raus. Ja. Kruzifix liegt auch gut. Mhm. Du meinst, wir kommen so noch raus? Ja, ah, wir kommen so noch raus. Ich denke, das wird einmal greifen. Ja. Wenn wir noch mal reingehen. Aber es geht, wenn er da durch, machst du deine Taschenlampe mal aus, bitte? Ja, natürlich. Ah, okay, aber wir würden ihn sehen, wenn er da durchläuft. Ja. Da habe ich jetzt in der Hektik ein bisschen... Aber du siehst, wie das mit dem Orb so ist, ne? Jetzt sehen wir ihn wieder nicht, aber er war noch da. Denke ich mal. Ich finde eh, dass man durch diese Videokamera so gut wie gar nichts sieht. Doch, das schon, aber... Ich überlege noch mal kurz reinzugehen, eine Jagd mitzumachen und zu gucken, ob er noch da ist. Okay. Ja, so mache ich das auch. Vielleicht benutze ich auch mal den Spiegel. Joa. Ja, das mache ich und ich lege natürlich das EMF weg. Ich meine, wir sind jetzt von der Sanity natürlich auch komplett am Boden. Wenn er den Raum jetzt wechseln würde, würde es mich nicht wundern. Eben drum. Ich nehme sofort ein Thermometer von hier mit. Ja, quert nur eins hier. Ja, Räucherstäbchen und so weiter brauche ich nicht. Soll ich mitkommen? Wie du möchtest. Dann kann ich zur Not räuchern. Ja. Achso, du gehst noch nicht ins Versteck? Doch, ich komme jetzt. Duck dich. Der ist sofort zerbrochen. Bitte? Du bist gestorben? Ja. Warum? Der kam plötzlich auf mich zu, ich weiß es nicht. Ich stand ja im Versteck. Vor allem ist der Spiegel sofort zerbrochen. Es kann sein, dass man den bei 0% Sanity nicht mehr benutzen kann. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass das immer noch so ist. Oder das ist jetzt neu. Ja. Ist ja nicht schlimm. Solange du ihn jetzt errätst, wäre es ja trotzdem ganz cool. Solange ich das tue. Ja, wenn wir jetzt falsch liegen, dann ist es halt so. Aber wir hatten jetzt auch echt große Probleme, muss man sagen. Kruzifix, weiß ich nicht, inwiefern das jetzt... War das eine verfluchte Jagd? Ich würde von der Dauer eher nein sagen. Würde ich auch eher sagen. Heißt jetzt die Frage. Dann hat das Kruzifix aber wieder nicht gegriffen. Ist jetzt die Frage, im F-Level 5 oder Dots? Ich gehe mal rein mit einem Parabol. Ah, Banshee-Schrei. Ja. Ja. Ich komme mit rein. Als Geist. Ja. Ich unterstütze dich geistig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann jetzt durchgehend sprinten. Ich habe was rumgeworfen. Ist aber ganz schön duster hier als Geist, muss ich sagen. Er jagt. Mhm. Wo ist der denn jetzt gestartet? Vom Flur aus. Ich wollte gerade sagen. Eingangsbereich. Wo ist denn der Sack? Ich laufe dem mal hinterher. Jetzt geht er hoch. Jetzt geht er wieder runter. Okay.
Der jagt aber lange, ne? Mhm. Da hast du recht. Okay, ist vorbei. Der jagt hier vom Flur aus. Das war ein sehr komischer Schrei. Vielleicht ein neuer Banshee-Schrei. Okay. Ich nehme die jetzt mal. Du nimmst die Banshee? Ja, ich warte eine kurze Jagd ab. Mhm. Weil ich kenne mein Glück, ich laufe jetzt hier raus. Jetzt greift das Kruzifix. Hä? Okay. Ist nicht deren Ernst, ey. Ich gehe jetzt mal auf die Banshee, weil das war ein komischer Schrei, finde ich. Ja, okay. Ja, ich hab's ja nicht gehört, ich werde es dann sehen. Ja, okay. Ich nehme mal die Banshee. Okay. Was für eine Runde heute. Das war richtig komisch irgendwie. Ja, jetzt ist er auch wieder im Raum. Man sieht den Orb da. Aber eben war es da auch noch kalt. Obwohl die Sicherung war auch lange raus. Das müssen wir auch beachten, ne? Genau. Deswegen. Banshee. Tatsächlich. Ja. Knifflig, aber wir haben es trotzdem noch geschafft. Auch wenn du es nicht mal lebendig da raus geschafft hast. Egal, $88 habe ich bekommen. Gut, ich habe 927 und die Geisterbox freigeschaltet. Ah, sehr schön. Gut, ihr Lieben, das war mal eine knifflige Runde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, uns hier beim Leiden zuzusehen. Aber ich fand's richtig cool. Ja, war mal was anderes, ne? War mal ein bisschen Tüfteln dabei. Genau. Mal was zum Tüfteln. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Ciao. Ciao.